Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wir sind wieder da und wie ihr wisst, zeigen wir euch jede Woche 5 Tipps zu Mercedes. Und genau das machen wir heute auch wieder. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal ins Auto. Vorab aber, wenn ihr noch mehr Infos zu euren Autos haben wollt, wie gesagt, wir machen jede Woche 5 Tipps zu Mercedes. Die findet ihr natürlich auf unserem Kanal. Das heißt, gerne abonnieren, Glocke aktivieren und ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch, damit wir auch wissen, dass wir das für euch weitermachen dürfen. Ich gehe ins Auto und starte mit Tipp Nummer 1. Starten wir also nun mit unserem Tipp Nummer 1 bzw. mit der versteckten Funktion Nummer 1. Oftmals kommt bei die Frage auf, ich muss aus der Betriebsanleitung nachschauen, ich bin mir nicht ganz sicher, was mache ich in welchem Menüpunkt. Und das können wir eigentlich ganz einfach umgehen, also wir brauchen nicht großartig suchen. Wir sehen jetzt hier unser Hauptmenü und wenn ich jetzt zum Beispiel was zum Navigationssystem wissen möchte, dann halte ich einfach lange auf den Navigationspunkt gedrückt und habe ich erstmal den Punkt, um die Button hier oder um die Anzeigen zu verschieben. Das heißt, ich könnte jetzt Navigation nach vorne legen. Und hier oben ist so ein kleines I, so ein graues I. Wenn ich da drauf gehe, geht das System direkt in die Betriebsanleitung und gibt mir dann alle Hinweise zur Navigation. Das Ganze geht auch noch anders, wenn ich jetzt zum Beispiel im Radio bin. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel da oben FM, AM, Tune-in, Radio. Wenn ich dazu was wissen möchte, dann drücke ich einfach lange auf FM. Dann kommt der Punkt Option und schon kommt hier der Punkt Betriebsanleitung. Und jetzt geht das System in die Betriebsanleitung des Radios und gibt mir so zum Radio alle wichtigen Informationen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Und dafür stehen wir jetzt hier an unseren Scheibenwischern. Und ich frage mich jetzt zum Beispiel, wie wechsle ich meinen Scheibenwischer? Wenn ich den hochmache, manchmal ganz vorsichtig, dann stößt er an die Motorhaube an und vor allen Dingen ist es dann auch mal sehr schwierig, darunter sauber zu machen. Wenn ich jetzt manchmal hier gucke, ich weiß nicht, Julian, kann man das sehen? Hier sieht man so ein paar Dreckspuren bzw. Wasserflecken. Und wenn ich die wegmachen möchte, muss ich natürlich meinen Wischer hochmachen und komme da relativ schlecht runter. Und damit die Wischer quasi in Wartungsposition stehen bleiben, gibt es einen kleinen Trick und den gucken wir uns mal an. Ich mache es einmal von außen, damit Julian einmal sieht, wo die stehen bleiben. Und dann gucken wir uns gleich mal von innen an. Also ihr seht, ich kann die Wischer in diese obere Position fahren und habe dann quasi freies Feld, um wirklich auch die Stellen zu reinigen, wo ich sonst relativ schwierig drankomme. Und schon kann ich hier zack Wischer hochmachen. Scheibe komplett reinigen oder aber auch die Wischerblätter wechseln, ohne dass dabei meine Motorhaube zerkratzt wird. Ich bin jetzt wieder im Auto und möchte euch jetzt zeigen, wie das Ganze genau funktioniert. Also, ich werde jetzt innerhalb von 15 Sekunden einmal die Zündung einschalten und wieder ausschalten. Das heißt, Zündung einmal drücken, zweimal drücken, Zündung ist an, alles leuchtet, Zündung wieder aus und jetzt für 3 Sekunden die Scheibenreinigungstaste drücken. Und schon fahren die Wischerarme in die Wartungsposition. Also total einfach und so kann man sich doch wirklich schnell Kratzer an der Motorhaube ersparen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Und da werde ich euch zeigen, wie man die Verkehrsfunkansage ein- oder ausschaltet. Manchmal ist es wichtig, manchmal hört man es gerne. Das heißt, wenn man unterwegs ist und man möchte die Verkehrsfunknachrichten hören, dann wird automatisch der Verkehrsfunk quasi angehoben, auch wenn man kein Radio anhat, so dass man auch immer den Verkehrsfunk hört und ihn auch nicht quasi überhört dann. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich gehe dafür ins Radio und habe hier unten in der Einstellungsleiste den Punkt TA. Jetzt ist die Frage, was TA heißt. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mal. Also für die, die es wissen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, denn dann kann ich auch noch was dazu lernen. Vielleicht heißt es Traffic Assistant oder Traffic Ansage, Traffic Assistant. Aber lasst uns mal überraschen, was ihr in die Kommentare schreibt. Wir sind uns gerade selber nicht sicher. Aber wenn wir wenn die Verkehrsfunkanhebung ein- oder ausschalten möchten, dann können wir einfach hier auf dieses TA-Zeichen drücken. Das ist jetzt gelb hinterlegt, das heißt, es ist an. Und wir sehen es auch hier oben dann in der kleinen Leiste, wenn wir im Radio sind. Wenn ich es ausmache, zack, dann ist es wieder ausgeschaltet und es ist wieder weiß hinterlegt. Also wen es stört, wenn zum Beispiel die Traffic-Ansage an ist, ganz einfach ins Radio gehen, TA ausschalten. Wer es haben möchte, auch wieder ins Radio gehen, TA einschalten und es leuchtet gelb und erscheint hier oben auch in der Leiste. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 4 und da sind wir drauf gekommen, weil jemand in den YouTube-Kommentaren geschrieben hat, wofür diese Ablage und dieses Zeichen eigentlich gut ist.
Also es geht darum, wir haben ja einen Schlüssel und wir haben kein Schlüsselloch mehr. Das heißt, ich kann den Schlüssel hier nirgendwo einstecken, wenn er mal leer sein sollte. Das heißt, wenn hier die Batterie leer ist, dann kann ich mein Auto ja nicht mehr starten, wenn ich den Schlüssel jetzt in der Tasche habe oder irgendwo im Auto habe. Genau dafür gibt es eine Schlüsselablagefläche und da ist ein Sensor drunter, der auch den Schlüssel erkennt, wenn die Batterie leer sein sollte. Und genau dieser Sensor sitzt hier in den kompakten, zum Beispiel im Getränkehalter, da ist auch so ein Schlüsselzeichen. Und da müssen wir den Schlüssel einmal reinlegen, wenn die Batterie leer sein sollte. Und dann können wir das Auto trotzdem starten. Dieses Schlüsselfach ist modellabhängig an verschiedenen Stellen, aber das könnt ihr auch ganz einfach in der Betriebsanleitung nachlesen, wo sich diese Schlüsselablagefläche befindet oder wo ihr das finden könnt. Ja, und da würde ich sagen, danke für diesen Kommentar, denn ich denke, das hilft vielen weiter und zeigt auch vielen, wofür das überhaupt da ist, dieses Zeichen. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5 und das ist für mich ein sehr wichtiger Tipp, denn damit kann ich meine Felgen schützen. Also, ich habe ja die Möglichkeit, in meinem Spiegel eine Rückfahrposition einzuspeichern. Wenn ich also den Rückwärtsgang einlege, dann sage ich dem Auto damit, Spiegel in die Position stellen, die du dir beim Rückwärtsfahren gemerkt hast. Das kann ich ganz einfach einstellen. Also, ich lege den Rückwärtsgang ein, wähle jetzt den rechten Spiegel aus und stelle den so ein, dass ich jetzt zum Beispiel meine hintere Felge sehen kann. So. Oh, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt wieder vorwärts fahre, dann ist jetzt diese Position gespeichert und der Spiegel würde wieder in die normale Position fahren. Vielleicht macht das auch jetzt, wir warten mal kurz. Lass mal ganz kurz vorrollen. Ups. Ah, perfekt. Spiegel fährt wieder in die Position und wenn ich jetzt wieder in den Rückwärtsgang einliege, übernimmt er die Position wieder, die ich ihm gerade gesagt habe, als ich während des eigentlichen Rückwärtsganges die Spiegelposition gespeichert habe. Ich hoffe, das ist verständlich. Also, Rückwärtsgang einlegen. So. Spiegel fährt wieder in Position. Und das ist genau die Position, die ich ihm eben gesagt habe, als ich den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Also ich kann jetzt auch beliebig die Position wieder verändern. Solange ich im Rückwärtsgang bin und den rechten Außenspiegel verändere, wird das Auto sich immer die Position merken, die ich quasi ihm im Rückwärtsgang gegeben habe. Ich habe ja versprochen, dass es noch ein besonderes Schmankerl gibt und damit will ich natürlich nicht länger warten. Das ist unsere Mein Anders TV Pflegebox, also unser All-in-One Pflegeset. Dort habt ihr quasi einmal einen kompletten Korb voller Pflegemittel, die mit uns, also mit unseren Experten aus der Aufbereitung und mir zusammen entwickelt worden sind, beziehungsweise ich habe mich da beraten lassen, was da richtig ist und habe es natürlich auch getestet. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann findet ihr es hier unten im Link oder direkt im Link im Live-Chat. Und ganz wichtig, es ist übrigens auch für Mattlacke geeignet. Also wer ein mattes Fahrzeug hat, kann damit sein Fahrzeug wirklich auch ausreichend pflegen. Aber natürlich ist es auch für alle anderen Lacke genauso gut geeignet. Also für die Leute aus unserer Community, die wussten das natürlich schon länger, dass sich da was anbahnt und wir da was entwickelt haben. Das heißt, wenn ihr nicht nur Tipps und Tricks zu eurem Fahrzeug haben wollt oder Erfahrungsberichte oder vielleicht einfach einen regen Austausch, dann findet ihr auch genau solche Informationen wie diese hier direkt in unserer Mein Anders TV Facebook-Gruppe, also die geilste Community. Und wer da Bock drauf hat, kann gerne eintreten und mit Fachsimpeln oder auch Erfahrungen austauschen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wenn ihr mehr wissen wollt, auf jeden Fall abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zuschauen. Euer Joschka Gossel vom Outdoors Anders.